Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tuivas Map zusammen mit Markus und Mr. Moore. Hallo. Servus, Leute. Und ich habe jetzt offscreen mal den Frontlader bepackt mit 4 Saatgutpaletten. Wir fahren, glaube ich, zu Feld 1, oder? Yep, oder brauchst du das erst an Feld 30? Nee, ich habe noch. Nein, ich habe noch Tankfüllung. Der ist gerade erst bei Feld 7. Ach, soll so ich dann zuerst zu Feld 1 oder zuerst Feld 30 oder was auch immer? Oh, ich bin sagen, Feld 30 1. Ist so am Anfang in einem Grubern halt. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Dann fahre ich zu Feld 1, gut. Feld 1 liegt, glaube ich, auch ein bisschen komfortabler. Wie viel Prozent hast du gerade in der Sämaschine? 66. Und bin sofort fertig, eine Minute. Ja, dann kann ich ja auf jeden Fall zu Feld 1. Ja, kannst du schon direkt hinfahren. Kannst du mich dort direkt beladen. Ich fahre nochmal hoch zu Feld 7 in der Zeit. War ich da lang. Bin jetzt eh unterwegs. Hab jetzt auch wirklich 8000 Saatgut dabei. Das heißt, wir können das ganze Ding jetzt so richtig schön vollpacken. Ich bin gespannt, ob ich mit Johnny irgendwie die Paletten da runterkrieg. Achso, du hast es nicht aufgeladen mit Johnny. Mit Bobcat habe ich das aufgeladen. Bin dann mit Johnny weggefahren mit dem Ding. Okay. Ja, ich glaube aber schon. Ja, irgendwie muss es gehen. Notfalls so lang halt, ich glaube, dass man da relativ leicht rauffahren kann, auch auf den Anhänger. Eden, Johnny, das müsste sich ausgehen. Weil er ja doch nicht so breit ist. Ja. Aber ich finde, der Bobcat ist fast zu so schmal. Warte, wo lang müssen wir? Feld 1 ist. Ganz links. Keine Ahnung. War du vor gut und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Feld 1 ist hier lang. Ja gut, ich fahr dir hinterher. Ja, dann sehen wir zu, dass du hinterher kommst. Ich fahr 50. Obwohl, du fährst auch 50. Ja, ich fahr auch 50. Aber ich kann die Kurven schneller fahren. Ja, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Dafür hast du mehr PS. Jupp. Probier jetzt die Wendeautomatik aus. Wow. Ist eine Palette runtergesprungen? Nee, oder? Nee, aber mein Trecker. Was? Der wollte mal gern Bungee-Jumping von der Brücke machen. Was, du bist in den Fluss geflogen? Nee, auf die Eisenbahnschiene und komm jetzt hier nicht weg. Ich dachte schon. Den ganz neuen, fast 400 PS Schlepper versenkt. Nee, ich wollte GPS ausschalten, dann hat sich GPS entschlossen nochmal zu starten und dass es jetzt unbedingt gerne beim Feld weitermachen würde und ist gegen die Brückenkante gefahren, Brückenmauer. Jetzt komme ich nicht über die Schienen. Oh ja, das geht. Wusste, das habe ich gestern haben wir auch eine Aufnahme gehabt und da war auch das Problem, man kommt ein bisschen schwer drüber, aber es geht. Ja, muss man Gas geben, jetzt fahre ich auf der anderen Seite hoch. So. Ah. Mann. Oh. Ja, umso mehr Geräte wir haben, umso komplizierter wird es, umso größer die Geräte werden. Ach, da muss ich einfach links jetzt. Du musst hier hoch einfach. Ja, ich stehe schon gesehen. Mit Frontlader auf richtige Position und so. Wow, der Feldweg ist aber auch schon breit, wieso? Ja, da fahre ich meistens nur Stufe 2. Ich baller mit 50 drüber. Ja, ich bin etwas langsamer gefahren, weil ich ein bisschen Angst um meine Paletten hatte. Ja. Sie fixieren sich hier, oder? Ja, aber ich vertraue dem nicht mehr seit der einen Kurve. Da. Ach so. Nee. Fahren wir das jetzt mal in Cockpit-Ansicht darüber. Mal von der Seite gucken. Gut aus, ein bisschen. Ja, aber jetzt solltest du voll laufen. Ach ja, du bist ja. Ja, ich kann dich ja jetzt schon voll machen. Fehlen noch 3000. Könnte die Paletten, obwohl, nee, das geht ja nicht, dass ich einfach am Feld stehen zu lassen. Nein, weil du musst sie, glaube ich, anheben. Ja, weil du musst sie. Die haben den Trigger quasi da drunter. Ja. Ja, und du musst die mitten Schlepper überladen. Halt, du kannst nicht einfach nur ranfahren und überladen. Ja, du musst ja beten. Ja.
Die Wendeautomatik hat schon was. Ja, kommst du damit gut klar? Ja, sie ist ganz nett. So, nach der Palette werde ich jetzt aber direkt zu Feld 30 fahren. Du hast dann ja über 80%, damit solltest du eigentlich locker Feld 1 schaffen. Ja, sollte klappen. Feld 30 ist nicht so groß, weil das... Das sind 4 Hektar. Ja. Und das ist relativ schön zum Fahren, weil es halt relativ schmal ist. Ja. Ja, ich habe jetzt 90, das reicht vollkommen. Boah, das ist urgenial, die Wendeautomatik. Einfach nur grenzgenial. Ja, gefällt dir das? Ja. Ich kannst alles mir... schön, du brauchst gar nichts mehr lenken. Muss ich mir bei Gelegenheit auch mal ansehen. Also es ist nicht so, dass man dass ich lenkfaul bin oder sowas, aber es schaut einfach viel besser aus oder wenn du Let's Plays magst und du willst gerade was erklären und du hast jetzt nicht die ganz genau das reinlenken musst und dann 5-6 Tasten drücken. Da drückst du nur einmal die Taste zum oder wenn du nicht heben willst, brauchst du eigentlich das auch nicht. Aber ich hebe in Gruber zuerst und dann drücke Steuerung, drücke die Wendetaste und der wendet automatisch in die nächste Spur hinein. Dann drücke ich nochmal V und der lässt wieder hinunter. Hat natürlich Vorteile. Ist halt mit Lenkrad ein bisschen mühsam, wenn du eins hast, weil du dann die Maus die ganze Zeit auch brauchst. Obwohl, ja, das hast du halt eh daneben liegen, oder? Oder man belegt sich das, obwohl... Oh ja, aber es geht belegen wahrscheinlich auch. Nein, es geht nicht belegen. Vermute ich mal. Weil das ja eine IC-Dingsbums ist. Ja. Obwohl, vielleicht so das irgendwie anders klären. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht. Huch. Was war denn das für ein Aussetzer? Hat's kurz gelaggt, oder? Ja, einfach auf dem Feld mal kurz aufgehört zu sehen, hat direkt wieder angefangen. Toll. Kondor kaputt, wir brauchen eine neue. Ja, ist... Warum geht... Kondor war an, aber sie sehten nicht. Toll. Danke. Schön. Ja, du musst sie absenken. Wir müssen auch, glaube ich, bald wieder Gras schneiden für die Kühe. Wenn wir noch welche kaufen. Achso, wir haben jetzt kein Geld. Ja, wir haben 15.000. Ich werde gleich mit 10.000 5 Kühe holen. Die Maschine anschalten. Ja. Danke. Damit machen wir uns zwar wieder ein bisschen mehr pleite, aber Saatgut ist mehr oder weniger geklärt. Meiste ist weg vom Saatgut, was wir jetzt brauchen. F, das Feld hat so einen Buckel, dass die Sämaschine nicht... Ja. Okay. Ja, wie schnell fahrst du? Bin gerade mit 10 km/h gefahren, weil er noch in der Beschleunigungsphase war. Ja, halt, ich fahre ja sowieso nur Stufe 1 beim Sehen und beim Grubern. Ich fahre immer 2. Ja, das passt halt von der Geschwindigkeit halt besser. Und dann geht's bei den Feldern eigentlich. Ja, bei den Unebenen, wenn du ganz schnell bist, ist das... Ja, dann fahre ich halt mal Stufe 1, muss ja eh nicht lenken. Kannst du notfalls auch ein bisschen, wenn dir das zu langsam ist, ein bisschen anheben. Ja, es bringt ja nichts, weil du ja dann wieder die Wellen drinnen hast. Vom Feld und dann hüpfst rüber. Ja, das war eben ein Problem, deswegen sind jetzt hier 2 Stellen, Karl, muss gleich nochmal ausbessern. Schneller als 13 können wir fahren. So. Ist okay. Und ich werde jetzt zum ersten Mal zum Feld 30 hochfahren. Also, jetzt nicht um das zu kaufen, sondern das erste Mal mit richtigen Maschinen und nicht mit so einem Moped da. Mit was kommst du denn vorbei? Mit dem Johnny, mit Saatgut. Ah, mit Saatgut. Ich glaube, du fangst schon ins Düngen an. Das könnte man eigentlich auch bald mal machen, ja. Wirklich? Und ich wollte halt Gras schneiden und da bin ich der Einzige, der das machen kann. Nein, ich weiß nicht. Ich habe das bei irgendwo habe ich das gesehen, dass das funktioniert. Entweder das hat nur bei mir nicht funktioniert das eine Mal. Oder es gibt eine neue Version, die funktioniert besser. Die kannst auch gern machen. Ja, aber ihr seht ja nicht, wo ihr geschnitten habt, zumindest bei mir. Ja, vielleicht gibt's eine neue Version. Ja, ich kann's ausprobieren. Fahr hin und ich schaue, ob's geht. Ja, können wir dann mal machen. Das ist ja dieses große Bahnen. Vollautomatische, was gleich schwadert, was ich hier habe. Ja, das habe ich schon. Das ist ziemlich genial, das Teil. Ja, habe ich die Folge gesehen, wo Markus dann so verwundert war, dass das nicht geht. Also, dass ja, ich habe einfach gar nichts gesehen. Ja. Ja. Bei mir war das einfach Gras, war noch immer dort.
Okay. Ich fahre jetzt mal den großen Bogen zu Feld 30. Weißt du, da ganz an der Kante entlang. Okay. Hä? Wie großen Bogen? Ja, ich fahre jetzt nicht, ich steche da nicht einfach bei der Mühle und so durchs Unterholz, sondern ich fahre diesen großen Bogen um die Felder. Ach so, ja. So bin ich auch gefahren. Finde ich irgendwie schöner. Manchmal fahre ich zwar gerne schnell irgendwie, aber ganz ehrlich, diese Matschwege da sind ab und zu auch so ein bisschen viel. Ich finde das so genial, die Wendeautomatik. Ich stell mir vor, wie du so richtig glücklich vorm Rechner sitzt. So. Oh, nein, du brauchst den Depomat gar nicht. Halt, ich habe das immer jetzt sobald du längst normalerweise beim GPS-Mod, hat er ja eine rausgehört, den Depomaten wieder. Ja. Oder du halt den Tempomat nicht, aber dann hast du wieder mit Steuerung W rein, dann hat es den Tempomat vielleicht rausgeht. Und jetzt drückst du nur mehr V zum Heben, drückst noch eine Steuerung, dass du mit der die Mausanzeige hast, klickst du auf die Turn Left oder Turn Right, stellst du die Spurbreite ein gleich, halt wie viel Abstand lassen er soll, und dann fahrt er in die Spur hinein und dann brauchst du nur mehr V drücken und er fährt schon weiter. Im Prinzip musst du wirklich nur noch da sitzen und kontrollieren. Ja. Aber urgenial. Ach so. So, GPS. Ach, wie ich es doch liebe. Ich glaube, ich lege mir den Blinker demnächst mal, weil wir sowieso fast nur Modfahrzeuge mit Blinker haben, auf die Tasten beim G27. Also hier auch diese drei am Lenkrad. Ja, das ist ja nochmal so ein... Achso. Oh ja, das funktioniert sogar. Das ist 1, 2 und 3 nochmal, also ein Numbed. Okay, gut, komme ich jetzt hier raus aus diesem tollen Loch? Nein. Wo bist du in ein Loch gefahren? Graben. Oh. Ich lieg jetzt vorne und hinten auf. Ich komme nicht raus. An- und abkuppeln vielleicht mal versuchen? Ja, ich hänge aber trotzdem direkt schön drin. Was soll ich am besten kommen? Na, warte mal, lass mich kurz einsteigen, ich schau mal kurz an. Ja, Thomas. Ah, du liegst da unten. Dr. Markus. Ja. Weiß nicht, ob ich jetzt so zu doof war. Oh, hier ist so eine kleine Brücke über die Gleise. So ein... Habt ihr dem Johnny noch kein Frontgewicht draufgegeben, oder? Ich glaub ihm die 1000 Kilo oder was es da gab, hab ich dem. Ah, supi, danke. Oh. Okay, bitte. Danke. Deswegen mache ich kein Vorgemeinde. Ja. Ich nicht, weil ich zu faul bin. Aber egal. So. Der Johnny steht jetzt hier bereit. 3 Sarko-Paletten zum Vollfüllen. Jetzt haben wir wieder einen Schlepper zu wenig, oder? Jetzt haben wir wieder einen Schlepper zu wenig, richtig. Obwohl ich jetzt fertig eigentlich schon bin. Warum? Der 360er geht doch zum Düngen, oder? Ah ja, mit 380er konnte man düngen noch. Ja, stimmt, mit denen könnte man düngen. Aber da brauchst du auch schon. Oder willst du einen Fendt haben? Halt den 936. Nee, nicht unbedingt. Ich kann man nur zurückfahren. Ich würde sagen, wir gucken nach der Folge jetzt mal. Das interessiert mich nämlich, ob es wirklich ein Update für das Mähwerk gab. Und dann könnte man nämlich demnächst mit dem 936 mal Gras mähen. Ja. Müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es auf Modhost das gleiche Mähwerk noch. Das habe ich hier von irgendeiner, glaube ich, von einer anderen Seite. Austrian Mods oder so hieß die. Aber die haben ja aufgehört. Ah, das kommt, glaube ich, weiß nicht von welchem Modspieler. Man müsste schauen, was für ein Mod da drinnen steht und dann eben in Google suchen. Vielleicht findet man dann eine neue Version. Ja, das wäre schön. Weil das ist ein schönes Teil so an und für sich. Ja, aber trotzdem ist die Folge vorbei. Nein. Ja, immer diese stumpfen Überleitungen. Nächstes Mal lasse ich dich reinreiten, ich sag's dir. Nächstes Mal? Ja, würde ich sagen, sag ich schon ein paar Mal. Machst du. Ist ja nicht mein Let's Play. Willst du die Bürde des letzten schlechten Spruches nicht haben? Nein. Ich mach keine schlechten Sprüche.
Ich müsste eigentlich mal ein Best of 250 Parts Tourwas schneiden. Die schlechtesten Abmoderationen. Aber ich glaube, du hörst ja nie die ganzen Parts durch. Ja, das wäre hart. Ja, obwohl, ja, wenn man letzten... immer die letzte Minute guckt, ja. Dann geht's eigentlich noch. Dann, hast dann du sind trotzdem das nur 4 Stunden, 5 Stunden. 4 Stunden, die du dir anhören musst. So, ich belade hier noch eben den Düngerstreuer. Soll ich mit dem Feld? Nein, ich brauche ihn auch nicht drauf von eigentlich. Ja. So, eigentlich wollte ich aber auch hier, wie heißt, ausmachen. Abmoderieren. Ne? Abmoderieren, genau. Ja. Ja, wir sehen uns einfach in der. Ey. Hör doch auf, hier abzuladen. Scheiß Palette. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.